Yes! Ich weiß zwar noch nicht, was wir uns das jetzt bringt, aber wir werden es gleich sehen. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Okay, jetzt sind wir natürlich schon mal so weit, dass da unten das Loch frei ist, aber... Wie kommen wir dann... Also wir müssen jetzt irgendwie von unten rankommen, aber ich glaube, das wird nicht so einfach. Höchstens über den Stier. Ach, die Stange ist jetzt aber auch frei. Trotzdem. Ah. Okay, jetzt haben wir einen Dietrich. Jetzt können wir mal gucken vielleicht. Yes. Und damit kriegen wir vielleicht das Aufputschmittel aus dem Medikamentenschrank. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Okay, wir haben das Aufputschmittel. Das soll das Kaffeepulver nicht besonders aufputschend sein? Ach, kommt das nicht hier rein? Ach so, das kommt in das Kaffeepulver. Okay. So, dann hebeln wir das Ding nochmal eben nach unten. Und dann können wir nämlich hoffentlich mit der Spritze hier das Blut abnehmen von dem Stier. So ist zumindest der Plan. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Stierblut? Check. Okay, das Stierblut kam aber jetzt hier rein. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal in Tonis Laden. Wir haben es echt. Ich glaube es nicht, dass wir haben es. Okay, das Aufputschmittel kommt hier nochmal rein. Aufputschmittel. Das interessiert sie gar nicht, was wir hier machen, ne? Es ist ja ganz normal, dass wir hier ihre Sachen benutzen. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Der Jungfraukiller. könnte man auch falsch verstehen. Okay, einmal ein kurzer Check. Wir haben alles. Okay, und dann müssen wir das nur noch zusammenmixen und dann geht es los. Das Pulver habe ich schon mal. So, wo kam das andere rein? Der Trank. Achso, nicht Trank, Tank. So. Da kommt das Wasser natürlich rein. Ab in den Tank damit. Deckel zu so, und wir haben alles. Das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum! Au, Backe! Mehr Druck! Mehr Druck! Okay. Ich schaffe sich eine Box. Okay. Oh mein Gott!
Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Aua. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Krasser Scheiß, ey. Okay, jetzt bin ich gespannt wie Oscar. Ey, ich will wissen, was passiert. Gleich ab zu Goal, jawohl. Ey, ich glaub's nicht. Wir haben es echt. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus! Du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Naja, sie haben gesagt, wenn wir das machen können, sie aufwecken können, können wir sie mitnehmen. Was soll das werden? Ich will ihr nur diesen Trichter in den Mund stecken. Nicht, solange ich ihr behandelnder Arzt bin. Und ich ihr behandelnder Bürgermeister. Okay, den Arzt, den können wir loswerden. Aber wie kriegen wir den Bürgermeister los? Erst einmal eins nach dem anderen. Erstmal Feuer legen. Was riecht denn hier so komisch? Ah, Feuer! Das Rathaus brennt! Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. So, ach guck mal, Stethoskop einstecken. Na endlich, ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Das war zumindest so geplant. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Warte mal, vielleicht können wir es dem Wenzel zustecken. Oder dem Bürgermeister? Ach, guck mal, in die Tasche. Oh, aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha!
Da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Achso, das geht jetzt noch Stunden so weiter. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Moment. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Ich? Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Rufus? Au. Alles okay bei dir? Da hat sie uns amtlich ausgenockt. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Ich glaube, das will sie nicht hören, aber ich werde es trotzdem mal machen. Joel, ich bin's, dein Retter. Bisse, bisse, bisse. Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Oh mein Gott, ey, der ist echt bekloppt. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Das stimmt. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig, verstehst du? Es ist witzig, weil es wahr ist. Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir. Sup, Kartoffelsup. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Ja, das ist doch schon viel wert. Ritzel, Fitzel, Britzel? Nübel, Fribbel, Sibbel. Hugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm. Oh mein Gott, wie lange kann man das denn weiterführen? Mammelframs? Bimfidi, Bum, Klopp, Klopp. Ach, schade. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plem, Klem, tataratatim. Was hab ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja. Du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du?
Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Kann spannen, ran, drauf, auf, ab, papalapap, kuckuck, abakadabapalabapalaba. Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Ui, okay, ja, da hat ihn das natürlich schwer getroffen. Hat sie jetzt einen Verlobten hat, das ist natürlich ein ganz anderer Umstand der Dinge. Ja, ich überlege auch gerade schon die ganze Zeit, ob wir ihr schon den Vogel vielleicht noch ein bisschen Espresso. Hey, du, aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Aha! Okay, mit dem Narkotikum könnten wir ihn jetzt wieder betäuben bestimmt. Aber vielleicht bei Gold? Dafür brauche ich nur mein gutes Aussehen und meine Gentleman-Manieren. Aber ich behalte das mal als Plan B im Hinterkopf. Hm. Solche Tratschtanten muss sich Gizmo schon den ganzen Tag über die Notrufsäule anhören. Tratschtanten und Petzen. Ah, Moment, Moment. Ich würde sagen, wir gehen mal eben zu der Dorfmitte. Oder, ja. Gut, schnell, geht das natürlich gerade irgendwie nicht, aber... Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Würmer? Potzdonner! Wo sind Sie denn? Werden Sie gefangen gehalten? Ich habe einen Lippenstift gefunden. Wer wirft denn sowas weg? Was? Tut mir leid. Ich habe für so einen Unfug keine Zeit. Da draußen läuft ein Irrer rum, der mehrere Brände und Explosionen verursacht hat. Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Okay, zumindest können wir den Vogel da draufsetzen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, wir haben erstmal wieder einiges geschafft und deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin auf Wiederschauen.